Servus Leute, willkommen hier in dieser Festung. Wir sind gerade dabei, das Zentralkommando zu stürzen und zu fluten. Mir fällt das Wort nicht ein. Wir stürzen uns aufs Zentralkommando. Nein, wir, keine Ahnung. Naja, hier steht eins im Fokus, nämlich alle Jobfähigkeiten, Gedöns, Krieger, Eternier-Einheiten, Asterix-Menschen noch einmal gegenüberstellen und jetzt stürmen wir dieses aus. Stürmen ist, glaube ich, das Wort. Naja. Barbarossa, you've more experience as first mate of the Black Blades. You should lead us. Nonsense, Alternus Div. What better leader than a member of the Council of Six, says I? Besides, the matter's settled. The Grand Marshal named you the man for the job. Going against that would be betraying our vows. Plus, he'd pound us. Can't say as I understood any of that, but why not have Alternus lead us? I totally, completely, supremely agree! So, what's the Grand Marshal have planned for us? It's actually quite simple. He wants us to... beat him to a pulp! Chop them into mincemeat! Sing their eardrums out! Yes, well, I suppose that about sums it up. Gut, ich würde da auch jetzt schon am Anfang sagen, die Bitch. Die Bitch aus dem Weg fegen hier. Ist halt nicht so einfach, ne? Na, eigentlich wäre das Klügste hier. The Vestal and her people. They're here. Now, my hearties! Let's give them a serious thumping! Da haben sich die Richtigen gefunden. Besonders die zwei Macho-Männer hier. Macho-Man. Naja. So. Verteidigung. Ja, ich gehe jetzt einfach mal in die Verteidigung. Wie ich es ja sonst auch immer mache. Na, das Boosten geht jetzt hier schon los, was nicht so gut ist. Naja, da müssen wir jetzt mal durch. Süderle. Ja, die hauen jetzt doch ordentlich rein. Und wie schaut's aus? Deswegen sage ich, wir sollten sie jetzt anvisieren. Einfach weil sie ziemlich eine Nervensäge ist. So, noch eins? Nee. Dann greifen wir sie, die Praline, an. Die Praline, hier. So. Keine Ahnung, was das für eine, was auch immer Lache war. Aber das musste jetzt einfach sein, weil es sein musste. Versteht ihr das nicht? Es ist einfach so. So. Und ich bin jetzt dann wieder so ein Part angelangt, dass ich nicht weiß, wie lange jetzt oder wievielte Part das hier jetzt ist. Weil ich jetzt schon so viel aufgenommen habe. Och nee, sag mir halt gleich, dass dieser geschützt ist dagegen. Obwohl ich glaube, das weiß ich schon lange, dass man sie nicht mit Licht angreifen soll. Naja, dann halt mit Dunkelheit. Wenn du das so haben willst, Frau, dann willst du das so haben, wie es ausschaut. Ach ja, das kostet so viel hier mit Feuer und alles drum und dran. Naja. Einfach sie weiterhin angreifen. So lautet die Devise. Die anderen hauen zwar auch rein, aber ich denke mir mal, die sind jetzt mal nicht so was von gefährlich. Einfach mal sie umbringen, weil die nervt. Und jetzt spreche ich absichtlich nichts. You sing another day.
So, jetzt haben wir sie weg. Okay, okay. Das ist gut so, das ist gut so. Was ich mich jetzt noch frage. Eigentlich habe ich mir jetzt Gedanken gemacht wegen der Partlänge. Ja, nicht Partlänge, sondern Partanzahl bis jetzt. Eigentlich müsste das jetzt schon 80, um die 80 rum, also irgendeine 80er Zahl. Kann gut sein, eventuell. Oder? Nee. Ich würde so sagen 70, 80. Vielleicht ein bisschen mehr als 80. Um diesen Dreh rum sind wir jetzt gerade, was eigentlich ziemlich lang ist. Wir dürfen ja nicht außer Acht lassen, dass ich ja, glaube ich, die ersten 37 Parts oder sowas als Wochenendprojekt gebracht habe. Also die Parts eigentlich doppelte Länge gehabt haben. Das darf man hier nicht außen vor lassen, ne? Ich würde schon sagen, dass dieses Let's Play dann doch das längste ist. Nicht nur vom Zeitraum her, was auch deswegen so lang macht. Ich merke schon, dass es jetzt doch eine ziemlich lange Session schon gab heute für mich. Und dass es schon spät wird. Man merkt es eventuell, wenn ich dann nicht mehr so gut reden kann. Aber nur eventuell, ne? Naja, um wen kümmern wir uns jetzt? Ich würde sagen, Baras, ne? Ich würde sagen, ihn, weil der setzt ja immer seine finale Attacke ein und lieber jetzt als dann später, wo wir eventuell sehr wenige KP übrig haben, würde ich sagen. Naja. Was wollte ich jetzt ansprechen? Wieder vergessen. Sorry. Passiert halt mal. So. Es wäre halt besser, jetzt irgendwie mit Tiss irgendwie hoch zu leveln oder die BP-Punkte zu erhöhen jetzt. Das wollte ich eigentlich sagen. Aber ich greife jetzt einfach an. Ich greife einfach an. Er ist ja eigentlich auch geschützt, unser Tiss. Wie schaut es denn jetzt aus? Magische... Läuft das mit dem magischen Angriff, läuft das den ganzen Kampf über? Das wäre ja dann eigentlich ziemlich overpowered. Naja, mir kann es jetzt recht sein. So, in die Verteidigung und los! Töte ihn! Ja, wir verstehen schon, du hast Muskeln. Was mache ich auf dem Boden? Okay, los! Um wen kümmern wir uns jetzt? Eventuell um Ordnes Dim. Los! Nein, wir gehen jetzt mal in die Verteidigung. Könnten wir uns eventuell leisten. Seht euch das mal an. Brave Idee ist brav. So lässt es sich leben. Und jetzt kann Faye gegen Faye. Faye gegen Faye. 2.0 oder so. Ja, das ist gut so. Das ist gut so. Sowas möchte ich sehen. Sowas möchte ich sehen. Und Licht. Ja, einfach mit Licht. Ist das jetzt sehr effektiv? Eigentlich Licht gegen Dunkelheit, ne? Müsste eigentlich sehr effektiv sein. Naja. Tja, du wirst aber jetzt gleich mal vernichtet werden. Obwohl es jetzt nicht so gut ausschaut hier. Los, vernichte ihn. Oder es passiert das hier. Die Fähigkeit ist so overpowered, ey. Das kann man nicht glauben. Trotzdem würde ich jetzt Alternis gerne mal K.O. gehen sehen. Komm schon. Ach ja, ach ja. So, und jetzt kümmern wir uns um diesen Spasti-Heinikus. Modern! Und Kraftklinge. Ich setze einfach Modern ein. Einfach weil ich es kann. Es wäre besser, Kraftklinge einzusetzen. Einzusetzen. Sogar meine Zunge wird schon müde. Die liegt da einfach jetzt dann auf den Zähnen und ich kann dann nicht mehr gescheit weiterreden. Ja, so weit sind wir jetzt schon. Oh my goodness. So, wir greifen jetzt einfach mal an.
Und du greif einfach ein. Normal, ja, ist egal. Modern! Stirbet, Kind. Be gone, Hengst. Together we fight! Rally to me! The sea. She's calling me. You hear me, Suleiman? Mann. Ich wollte der Musik ja noch ein bisschen lauschen. Naja. Jetzt muss ich wieder zurücklatschen wegen Heilen. Kann es hier kein Healing Point oder so geben? Das wäre irgendwie voll toll. Nee. Bis gleich. Hm? Argue all you like, my boy. You're the one brave appointed. I won't have him barking at me later. He wants you to lead. So, you're the leader. But that's mad! If you're high up enough to call the Grand Marshal brave, you should be the one in charge. I prefer to hang back in the shadows. And why is nobody else talking here? Leave me out of this. I rather like this arrangement. It'll give us some playtime alone, eh, Mephilia? Back, you old lech! Or would you like me to stick on Harry on you? Two jiggly sisters at once? Ooh, count me in! I'm more the lone wolf type. How am I supposed to fight with, let alone lead you lot? That's an easy enough question. Just look at us and you have your answer. The only problem would be if we get carried away and used up all of our MP. Ach ja, deswegen finde ich das auch hier ziemlich nice. Wie sie alle miteinander umgehen. Ja. So, der nächste Fight hier. There you are, insolent fool. My fire. Fire, will. No, make that my. Oh, stop your prattling. Let's get on with it. To battle! What a waste of my talents! Fight! So. Das einzige Doofe hier ist jetzt einfach, weil ich mich geheilt habe, hat Tess volle KP. Das ist ziemlich doof. Ich wollte nicht. Ich gehe jetzt einfach mal in die Verteidigung. Und ich wollte nicht gegen irgendwelche random Monster jetzt angreifen, deswegen. Autsch. Okay, das ist jetzt doch ziemlich fies. Okay, ich muss was machen. Ich muss etwas machen, sonst verliere ich das Haus hoch. Schwarz, ja, einmal und... Da kann man, glaube ich, jetzt nichts mehr dagegen machen, oder? Oder kann ich hier jetzt irgendwie... Okay. Ich weiß ja nicht. Gegen wen soll ich denn jetzt hetzen? Ich glaube, ich habe auch nicht gespeichert. Und ich habe, glaube ich, jetzt keine Nerven, das alles nochmal nachzuspielen. Nicht alles, sondern jetzt den letzten Kampf auch noch. Ich glaube, dann würde ich wirklich Schluss machen mit dieser Session. Ich wollte zwar alles heute hinter mich bringen, aber wenn ich jetzt das nachholen muss, das dauert mir dann doch noch zu lange. Okay, wie machen wir das jetzt? Mal schauen, nichts Unüberlegtes machen. Schauen wir mal, was wir alles so drauf haben. Was kannst denn du alles? Du kannst eigentlich nicht sehr viel hier machen. Oder? AW, Tempo. Eigentlich, naja, das trifft ja nicht alle.
Was kannst du? Ja, das vielleicht. Das ist ja mit Kontern. Kontern, Kontern, Kontern. Aber ich weiß ja nicht so recht. Weiß ja nicht so recht hier. Und da senkt MAW. Ja, das wäre irgendwie toll, ne? Aber ich glaube, es ist schon zu spät mit unserer Feuerschwächung. Okay, ich weiß nicht so recht. Ich muss jetzt einfach mal angreifen und auf was hoffen. Für deine Aktion identisch. Nee. 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 Das ist ziemlich bescheiden hier jetzt. Das kann ich euch sagen. Aber so ziemlich. Ja, schwarzer Fluch, ich muss einfach angreifen. Nur wen denn? Der kann jetzt alle heilen. Geht die Feuerschwächung weg? Ich glaube nicht. Deswegen greife ich jetzt einen von den beiden an. Wir ziehen jetzt mehr ab. Vielleicht sie. Oder er. Ich greife jetzt sie einfach mal an. So, du musst jetzt leider auch ziemlich riskant hier aufspielen. Es ist jetzt leider mal so. Oder kann man jetzt irgendwie die Verteidigung hoch? Die Angriff... Ja... Ich mache jetzt einfach mal die Verteidigung. Das ist jetzt doch sehr, sehr wichtig hier, auf die magische Verteidigung zu achten. Und du musst jetzt auch... Es muss einfach jetzt sein. oh Gott, das kann was werden. Einfach mal angreifen. Kannst du irgendwie... Weiß ja nicht so recht. Vielleicht jemanden heilen. Aber wen? Ja, Agnes wäre eigentlich am gescheitesten zu heilen jetzt. Und ja, Faye, dich heile ich jetzt auch. Oh Gott! Och nee, nicht diese Scheiße hier. Oh, warum zweimal Reflekt? So. Habe ich jetzt wirklich nicht gespeichert? Ich glaube nicht. Wo bin ich jetzt stehen geblieben? Oh Gott, oh Gott. Das ist doof. Gut, dass ich immer wieder abgespeichert habe. Aber ich denke mal, jetzt muss ich einen Kampf wiederholen. Ja, es ist jetzt im Prinzip nur ein Kampf. Aber es dauert halt seine Zeit, ne? Ich weiß ja nicht. Das ist wirklich bescheuert jetzt gewesen. Da muss ich mir dann auch mit den Jobs was anderes überlegen. Oder kann ich jetzt den Kader irgendwie gleich am Anfang irgendwie eine reinhauen? Oder? Ich glaube, das ist... Ja, ein Kampf. Ich weiß jetzt nicht. Zumindest war es jetzt für diesen Teil, für diesen Part. Wie es jetzt mit den nächsten aussehen wird. Okay, gegen die muss ich jetzt auch noch antreten. Es ist nicht so, wie ich mir es gedacht habe. Ich wollte es wirklich durchziehen, dass ich jetzt hier Bravely Default mit dieser Session, mit dem heutigen Tag abschließe, aber irgendwie, es wird zu spät. Wäre besser, wenn ich jetzt aufhöre. Mal schauen, vielleicht finde ich morgen Zeit, obwohl ich glaube kaum. Wenn mich mein Freund besuchen kommt... Kommt drauf an, wie lange er hier bleibt bei mir. Und ich kann auch schlecht abends jetzt aufnehmen, weil es ist dann Sonntag und am Montag habe ich dann wieder so um 8 Uhr. Ist nicht so toll hier. Ich könnte mir vorstellen, unter der Woche am Mittwoch, weil da habe ich nichts. Aber vielleicht muss ich was fürs Studium tun. Ja, ja, ja. Das sind so Backstage-Gedanken. Die euch eigentlich nichts angehen, aber ich sag's trotzdem einfach so, weil
Ich mag auch den Gedanken, dass ich euch immer wieder so Backstage-Sachen erzähle. Einfach, dass ihr euch mal vorstellen könnt, in welcher Lage ich gerade bin und ja, dass ihr euch irgendwie auch hineinversetzen könnt. Deswegen sage ich das auch immer wieder. Und auch immer wieder, es ist heute der 27.02.2016, es ist 22.52 Uhr. Sowas sage ich halt auch immer wieder gerne, einfach um euch das Gefühl zu geben, aha, jetzt weiß ich, wann er das aufgenommen hat. Also es ist jetzt nicht so, als hat er das jetzt schon gestern, also erst gestern aufgenommen. So ist es ja nicht. Ne? Naja, ist auch wurscht. So Leute, das war's mit diesem Part. Leider gab's jetzt einen Fail. Mann, ey. Und es war's auch mit dieser Session. Ich werde wohl beim nächsten Mal doch etwas frischer sein. Man würde es vielleicht bemerken. Würde. Man könnte es, nicht würde. Einfach wegen meiner Aussprache könnte man das jetzt schon dann bemerken im nächsten Part, dass das wieder eine neue Session ist und nicht mehr so spät am Abend in der Nacht. Naja, Leute, das war's. Macht's gut und eins ist aber gewiss. Nächste Session werde ich Bravely Default fertig aufnehmen, weil ich glaube, die Sidequest ist auch dann relativ schnell erledigt in ein paar Parts. So zwei, drei vielleicht noch. Oder? Ja, kann sein. Dann die Kristalle erwecken, sagen wir auch ein Part. Und mal schauen, was danach noch kommt. Das Finale. Vielleicht auch ein Part, ein längerer Part. Ja. Mal schauen. Das schaffe ich aber auf jeden Fall nächste Session. Naja, das war's, Leute. Ciao, macht's gut und tschüss und ciao und tschüss und ciao und servus.